Hallo bei Stadtmobil. Ich sitze heute in einem neuen Astra K Easytronic. Das ist ein Automatikfahrzeug mit dieser wunderbaren Tiptronic-Automatik. Das bedeutet, ich zeige euch das jetzt mal, der Schalthebel bleibt nicht in diesen Positionen neutral, rückwärts, Drive stehen, sondern man tippt den so in eine Richtung und dann geht er wieder zurück. Jetzt piept er, weil ich vorne noch zu nah an der Begrenzung stehe. Das ist die Einparkhilfe. Und ihr könnt hier bei diesem D und M wechseln zwischen Automatikmodus und Selbstschalten. Daher auch dieses Plus und Minus. Wenn ihr im Automatikmodus fahrt, das erkennt ihr daran, dass hier im Display des Autos D steht. Und wenn ihr jetzt wechselt, hier nochmal nach links tippt, dann steht hier M. Und dann fahrt ihr im manuellen Modus und dann müsst ihr hier mit rauf oder runter die Gänge hoch und runter wechseln. Würde ich gerade für lange Fahrten gar nicht empfehlen, ist nämlich eigentlich Automatik sehr gemütlich. Ich wechsle jetzt wieder in den automatischen Modus und jetzt eben hier in den, also seitlich rückwärts, ist dann eben Rückwärtsgang und dass ich den erwischt habe, sehe ich auch wieder, weil jetzt hier das R steht. Ist also eigentlich ganz einfach. Kupplung hat das Auto natürlich auch nicht mehr. Ja, ich fahre dann mal los. Tschüss!